Hallöchen und Fink und willkommen an diesem wunderschönen Sonntag zu einer weiteren Runde Shakes and Fidget. Leute, ich habe die Quest bereits durchgemacht, weil, ne, das ist jedes Mal unnötige Zeit, wenn ich das sowieso rauscutte. Deswegen können wir jetzt direkt weitermachen. Leute, Shakes Fidget ist kostenlos. Schaut sehr gerne in der Beschreibung, da findet ihr den Link dazu. Joint sehr gerne meine Gilde bei, soweit ihr das Mindestlevel erreicht habt. Ich würde mich darüber freuen und wir werden jetzt Kram in die Toilette schmeißen. Ich habe die Toilette erweitert am gestrigen Tag. Nichts Nettes rausbekommen. Und jetzt haben wir immer noch nichts Nettes, weil das können wir alle nicht gebrauchen und das können wir wunderschön zerlegen. Leute, es ist Epic-Wochenende und ich habe auch schon einen sehr netten Ring rausbekommen, den wir theoretisch nicht gebrauchen können, solange wir den nicht fett upgraden können. Dreimal müssen wir ihn verbessern. Das kriegen wir aber sogar ganz gut hin. Und ab jetzt lohnt das Ding sich sogar. Und jetzt gehen wir hin und ersetzen ihn. 370er Stein ist hier drin. Der kann doch sehr gut was für und... Lol. Den kann der Herr gar nicht gebrauchen. Der ist sich zu fein dafür. Wo haben wir denn eigentlich bei uns Ausdauersteine drin? 1, 2, 3 Stück besitzen wir nur. Wollte ich nicht 4 besitzen? Ich weiß es nicht. Wir behalten das trotzdem mal so, wie es ist. Und dann gucken wir mal. Der hat jetzt hier einen netten Ausdauerstein drin. Den verliert er dann theoretisch. Und eigentlich kann er den auch nicht wirklich gebrauchen. Ich könnte den nämlich einfach upgraden, werde ich jetzt trotzdem nicht tun. Aber da könnte die Toilette. Ich darf nicht vergessen, den vernünftig in die Toilette zu schmeißen. Weil er muss erst in die Toilette und dann kann er natürlich irgendwer anders gebrauchen. Oder ich hole den Stein. Ne, ich werde den schiefen Stein daraus. Nur mal 370er Stein. Ist auf jeden Fall sehr nett. Werde ich da rausholen. Ach, was ist, ich mache das aber jetzt. Wir werden so viele Sachen am heutigen Tage noch bekommen. Erstmal drehen wir ein bisschen am Rädchen, ne? So wie immer wischt er. So wie eh und je machen wir einmal alle Rädchen durch. Und ausnahmsweise haben wir jetzt auch mal genug Pilze, damit wir hier heute auf jeden Fall am Epic-Tag, am Epic-Wochenende genug durchböllern können. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in der Festung. Wollen wir auch noch eben kurz ein bisschen Kram mitnehmen. Das habe ich zwischendurch heute ein bisschen gemacht. Gestern habe ich leider komplett vergessen, Quests zu machen. Das habe ich irgendwie verpennt. Ich wollte nämlich gestern eigentlich hingehen. Das hätte knapp werden können, weil das war ein Gegner, der Tränke dabei hatte. Und wenn ich die angreife, dann verkacke ich nämlich meistens immer. Wir probieren den jetzt einfach mal. Obwohl der Tränke hat. Das war knapp. Seht ihr? Das war sehr knapp. Der hat wieder keine Tränke und deswegen geht das voll fit. Easy. So, wo wollte ich gerade hinaus? Ich habe gestern, wollte ich nämlich eigentlich dieses Video aufnehmen, aber irgendwie habe ich das komplett vergessen und deswegen, habe ich vergessen, die ganzen Quests zu machen und allen drum und dran habe ich nämlich alles komplett vergessen. Schade drum, aber so ist das nun mal. So, Leute, was müssen wir tun? Ich mache jetzt einmal alles durch, damit wir alles durch haben und dann machen wir uns auf die Jagd nach Epics. Das können wir sogar jetzt schon tun. Wir können theoretisch einmal mal gucken, ob wir hier was Nettes bekommen. Netten fetten Gegner haben, der hier was Nettes für uns hinterlässt. Der sieht allerdings nicht so aus. Ich möchte halt einen finden, der so 300.000, 400.000 hat in seinem Lager, wo ich nur einmal angreifen muss. Aber hier scheint gerade, oh guck mal hier, einen einzigen muss ich dafür senden für sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr, sehr viel Beute. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch bei dem lohnt sich das halbwegs. Dann machen wir das einfach so rum. Dann haben wir das auch eben durchkommen. Hier, zack. Ich baue nämlich gerade meine Festung aus. Überspringen würde 900 kosten. Das können wir vielleicht heute noch machen. Aber erstmal nehmen wir das Epic-Wochenende mit. Guck mal hier, genau so eine Gegner wollte ich haben. Zack. Zack. Fertig. Müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Schmiede müssen wir nämlich ausbauen. Und wenn wir das nämlich getan haben, dann kann ich meine Soldaten nochmal verbessern, was relativ nice wäre aktuell. Aber ansonsten haben wir jetzt doch eigentlich alles durch. Oder nicht? Den Bären kriegen wir gerade nicht kaputt. Hier kommen wir auch nicht voran. 13. Stock, glaube ich. Nö. Das bedeutet, wir gehen uns jetzt Epic suchen, um uns zu verbessern. Hier im Waffladen können wir easy uns einmal durchklicken. Das ist ja kein Problem. Klicken wir uns einmal komplett durch, bis ein Epic kommt. Wie hier beispielsweise gerade. Guck mal, ganz nettes. Ein ganz netter Umhang. Wir suchen mal weiter. Einen Gürtel. Einen Gürtel, den wir nicht wirklich gebrauchen können. 300er Gürtel. 300er Gürtel. Nee. Nee, nee, kann keiner von uns gebrauchen. Dann ziehen wir einfach weiter. Wir werden noch genug Epics finden, deswegen nehme ich den jetzt einfach nicht mit, auch nicht für die Toilette, weil wir haben nur begrenzt Platz in unserer Tasche. Ich muss die Schatzkammer, kann ich ja noch nicht allzu, die habe ich ja noch nicht auf Stufe 15, wobei das auch nur zwei weitere Plätze wären, die uns gerade noch fehlen. Ich will nicht nur zu viele Epics dabei haben. Das ist ein netter Gürtel, so wie ich ihn haben möchte. Zack,
Nimm wir mit. Halloween-Items müssen wir auch generell noch mitnehmen. Die haben wir nämlich auch noch nicht alle voll. Es gibt ja, glaube ich, auch ein komplettes Halloween-Set. Und das möchte ich irgendwann mal voll haben. Sombrero, den können wir auch nicht gebrauchen. Aber wir können diesen netten Gürtel gebrauchen. Wodurch wir auch Rüstungspunkte verlieren. Aber das ist mir gerade egal. So, den Gürtel müssen wir theoretisch 3-mal verbessern. Ja, wir verlieren jetzt theoretisch, würden wir jetzt gerade Werte verlieren. Deswegen ziehen wir den auch noch nicht an. Bei dem hier würden wir theoretisch nicht allzu viel Werte verlieren. Das geht eigentlich. Das mit dieser Verbesserung ist halt so ein bisschen hart, was das angeht. Was haben wir hier? 350er. Uiuiui, das ist auf jeden Fall... Das macht einen enormen Unterschied. Das Ding nehmen wir mit. 364er. Ausdauerstein war da drin. Und das Ding war 5-mal verbessert. Jetzt ist die Frage. Was machen wir mit dem netten Ding hier? Kann das unser Krieger gebrauchen? Nee, kann er nicht. Er kann das nicht anziehen, richtig? Kampfmagier haben wir ja aktuell nicht. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die große Preisfrage. Was machen wir? Bekommen wir noch einen netten Stein? Oder bleiben wir auf dieser Kacke hier gerade sitzen? Weiß ich nicht. 310 Stein. Können wir den loswerden? Haben wir hier irgendeinen Stein, den wir noch mit ersetzen können? Oh, den können wir gar nicht gebrauchen. Dann hauen wir den jetzt weg. 314 Stein hauen wir jetzt auch weg. Schnauze voll davon. So, jetzt tun wir noch unserem Magier noch einen netten Stein hier ersetzen. Beides 350. Was ist denn der schwächste, den wir haben? 306. Ja. Dann ersetzen wir diesen Stein hier oben. Dann haben wir nämlich auch wieder einen weiteren Platz. So, dann können wir jetzt nochmal in die Festung gehen, in der Hoffnung, einen netten Austauschstein zu bekommen. Da bekommen wir ihn. 318, das ist zu wenig. Ja. Und bleibt uns was anderes übrig, als diese nette Waffe einmal in die Toilette zu schmeißen. Ein Kundschafter. Das Ding ist extremst nett. Und das könnte er nicht wirklich gebrauchen. Okay, das macht keinen großen Unterschied. Das bedeutet, oh, ich würde das Ding sehr gerne zerlegen. Aber mir ist der Stein gerade zu wichtig. Den holen wir uns jetzt raus. Zack, packen wir hier rein. Und dann tun wir das Ding einmal, zweimal und noch ein drittes Mal. Sogar noch ein viertes Mal upgraden. Fünftes Mal schaffen wir nicht. Ne, dafür haben wir zu wenig von allem. Aber das hat sich trotz dessen einfach sehr gut gelohnt. Darüber bin ich sehr glücklich. So, jetzt ändern wir das hier um, damit ich diesen hier die Waffe in meinem Blick habe, weil die ist ja die schwächere von beiden. Wobei, so schwach ist sie halt auch nicht, ne? So, das Ding können wir nicht gebrauchen. Das ignorieren wir direkt. Gucken wir jetzt weiter. Ja, wieder was Nettes. 350, der hier 355. Und auch mehr Rüstung. Dann nehmen wir das Ding mit. Und dann ziehen wir dann später auch an. Dann gucken wir, wer den Umhang da später gebrauchen kann. 250er Waffe. Ja, würde ich prinzipiell mitnehmen. Aber ich habe meine Waffe 10-mal verbessert. Und das kriege ich gerade vorne und hinten. Werde ich das nicht schaffen. Ich kaufe sie trotzdem mal. Einfach als Backup. Und dann tun wir jetzt mal ganz kurz hier etwas ersetzen. So, 355, zack, ein Sockel-Upgrade rein. Dann ziehen wir das Ding, können wir sogar einmal upgraden. Den hätten wir 2-mal verbessert, den haben wir 1-mal verbessert und damit schon bessere Werte. Ja, 1-mal bessere Werte, okay. So, dann ziehen wir das nette Ding an und da hauen wir uns einen 370er Stein rein. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Den Gürtel, ja, hören wir jetzt 10 verlieren. Aber, was machen wir jetzt hiermit? Das kann er theoretisch gebrauchen. Er verliert dadurch aber nichts an Rüstung. Das ist gut. Also keine prozentuale Rüstung. So, jetzt haben wir dieses Ding hier drin. 290er Stein. Das kein Mensch gebrauchen kann. Das Ding schmeißt jetzt die Toilette. Kriegen wir was für einen Krieger raus. Und dann zerlegen wir das Ding. Jetzt ist die Frage, können wir das Ding nochmal upgraden? Nein, können wir nicht. Okay. Den Gürtel. Könnten wir den upgraden? Nein. Wir können aber noch eine Sache in die Toilette schmeißen. Das bedeutet, ich muss das Glück haben, dass ich einen Gegenstand bekomme, der Glück besitzt. Bringt der hier was? Komm, wir hauen jetzt den nochmal weg. Drauf geschissen, da sind mir die Kristalle gerade etwas lieber. So. Was machen wir jetzt mit dem Gürtel? Ziehen wir den jetzt an? Oder verzichten wir drauf? Ich bin mir sehr unsicher, liebe Freunde. Ich bin mir sehr unsicher. Das könnte hier auf jeden Fall unser Herr gebrauchen oder nicht. 350, 350, das würde keinen Unterschied machen. Denn kommt das Ding
Tage einfach mal, würde ich sagen, in die Toilette. Genauso der Gürtel, genauso die Waffe. Wobei, die Waffe behalten wir jetzt erstmal als Backup. Den Kuchen wird es noch einmal hier kurz durchgucken, ob wir noch mal einmal was Nettes bekommen. Ansonsten wechseln wir noch einmal zum Zauberladen. Okay, das bringt alles nichts. Wir wechseln zum Zauberladen. Ich versuche mich hier halbwegs... Oh, lustige Taschenexplosion mal wieder, ne? Hier hinter der Taschenexplosion, ne? Die kann man immer mal gebrauchen. Eigentlich wollte ich diesen 10er-Ding gerade kaufen, deswegen scroll ich hier so langsam durch. Weil, ne, damit können wir die Quest überspringen und die Dinger sind mir sehr, sehr heilig, weil seitdem komme ich sehr gut voran. Holy shit. Zwei neue Sachen instant. Kann ich aber beides nicht gebrauchen. Kann ich beides komplett nicht gebrauchen. Ein Kürbis. Der uns auch nichts bringen tut. Plus 11 ist mir zu wenig. Plus 20 muss da mindestens bei rumkommen. Ansonsten finde ich, lohnt sich das nicht wirklich, weil die ganzen Upgrades zu machen, die ganzen Verbesserungen zu machen, das kostet so viel Ressourcen und dafür ist es mir dann einfach nicht wert. Weil hier den habe ich jetzt dreimal verbessert, das hat mich, wenn ich das richtig sehe, 6500 von den Steinen und 8000 von den Kristall gekostet. Oh Gott im Himmel. Ha! Nein, ich bin nicht erkältet, Leute. Alles gut. Also wenn ihr mir die Öre müsste ja hier stehen. Ja, das macht Sinn hier. Hier, um die 10 mal zu verbessern, habe ich 49.000 von den Steinen und 38.000 von den Kristallen bezahlt. Und das ist mir dann nicht wert, für ein paar mehr bessere Werte das wegzuschmeißen. Weil bis ich den Status wieder erreicht habe, das ist mir einfach zu teuer. Exakt von den Dingens her, von den Werten, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Irgendwer von unserem Mitleider kann den sicherlich gebrauchen. Gucken wir einfach mal. Aber hier kriegen wir ja, komm, ich scroll jetzt einfach so durch. Nein, nichts Nettes. Ein Stein, ja, ein Ring mit genau den gleichen Werten. Ist ganz nett. Und wieder was Schlechteres. Jetzt gucken wir einmal, ob von unseren Herrschaften das einer gebrauchen kann. Er könnte es theoretisch gebrauchen. Bringt ihm aber nicht allzu viel. Er kann es sehr gut gebrauchen und unser Krieger auch. Das heißt, das Ding landet instant in der Toilette. Und es bekommt Intelligenz, was glaube ich sogar top ist. Genau, weil er kann das perfekt gebrauchen. So, das heißt, hier kommt ein Sockel rein. Einmal ausgetauscht. Er hat da einen Ausdauerstein drin. Den kriegt er jetzt auch gerne wieder. Und dann landet das Ding hier in der Steingewinnung, weil Ausdauersteine sind im Moment sehr, sehr rar. So, ich möchte jetzt einfach mal gucken, bevor ich jetzt stundenlang noch weiter scrolle und wieder nichts finde, weil so ist gut ist die Ausbeute jetzt gerade nicht. Ob wir hier noch irgendwo vorankommen, wäre sehr nice. Oh, nice, den haben wir kaputt gekriegt. Nice, nice, nice. Okay, wieder nichts, was wir nicht gebrauchen können. Gucken wir, ob wir den nächsten noch schaffen. Der wäre möglich, ist aber gerade nicht drin. Ist doch drin. Der gerade nicht. Was haben wir bekommen? Oh, nette neue Handschuhe. Und die würde ich theoretisch auch benutzen. Verlieren allerdings wieder sehr viel Rüstung. Ja, es geht eigentlich. Geht an. Hier hatten wir einen Geschickstein drin. Den packen wir da auch wieder rein. Sehr nett. Können wir das Ding gerade erweitern, upgraden. Auch sehr nett. Top. Haben wir noch was wir einmal upgraden können? Oh, den könnten wir einmal upgraden, ne? Moment, wo haben wir jetzt so viele Steine her? Wo haben wir die denn alle herbekommen gerade? Dann könnten wir ja auch theoretisch den Gürtel, ne? Oder? Was verlieren wir da? Oh, da verlieren wir 3% Rüstung. Okay, mit dem Gürtel warte ich noch. Das lohnt sich sonst gerade nicht. Das Ding zu ersetzen lohnt sich überhaupt nicht. Das sparen wir uns lieber. Ja, lohnt sich alles sonst. Ansonsten einfach gar nicht. Wo haben wir denn so viel herbekommen? Habe ich die gerade dadurch, dass ich den Boss besiegt habe, bekommen? Oder woher war das jetzt? Das verstehe ich nicht so ganz. So, das hier können wir auch nochmal einmal upgraden. So, haben wir getan. Sehr, sehr nett. Jetzt gucken wir einmal, ob das unser Geschick her hier das gebrauchen kann. Kann er, kriegt er. Nice. Jetzt haben wir auch wieder einen schönen Ausdauerstein, den wir uns wiedergeben können. So, Leute, ich würde aber sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir überspringen jetzt einmal die Festung, damit wir hier weiter ausbauen können. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut bei der nächsten Folge wieder vorbei. Shakes and Fidget ist kostenlos. Vergesst es nicht. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut doch gerne in den Livestreams vorbei. Meistens oder zu 99% streame ich Shakes and Fidget am Montag Richtung zwischen 21 und 23 Uhr, so ungefähr. Streamen wir das. Wenn ihr da Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Haut rein. Bis dann. Tudelidoo.